Herr Montag hat der Erstbeschuldigte ein Geständnis dahingehend abgelegt, dass er gemeinsam mit dem Zweitbeschuldigten und der Drittbeschuldigten den Herrn Krenn ausrauben wollte. Hintergrund war, dass der Erstbeschuldigte beim Zweitbeschuldigten Schulden hatte. Diese Schulden sind zurückgefordert worden und als der Erstbeschuldigte nicht zahlen konnte, hat der Zweitbeschuldigte gesagt, dann werden wir den Herrn Krenn ausrauben. Hat genaue Vorgaben gemacht, ihr lädt ihn zum Essen ein, nämlich der Erstbeschuldigte und die Drittbeschuldigte, ihr betäubt ihn und dann raubt ihr den Herrn Krenn aus. So ist es dann auch geschehen. Der Erst- und Dritt- und die Drittbeschuldigte haben Schlaftabletten besorgt, haben diese Schlaftabletten in Pralinen, in weiße Pralinen gemischt und nach dem Abendessen am 19. Juli haben die beiden das dem Herrn Krenn verabreicht. Naturgemäß wurde der Herr Krenn darauf schläfrig. Man transportierte ihn in sein Haus nach Salzburg zurück. Dort verbrachten Erst- und Drittbeschuldigte den Herrn Krenn in den Keller, verbanden ihm den Mund mit einem Klebeband, wickelten ihn mit einem Kabelbinder die Hände ein und stülpten ihm einen Sack aus dem Haus. Letztlich hat man dann vom Ausrauben der Wohnung Abstand genommen, hat das Haus verlassen. Der Erstbeschuldigte kam wieder retour, hat dann festgestellt, Herr Krenn ist jetzt tot. Es kam dann am 21.07. zur Verpackung des Herrn Krenn durch den Erstbeschuldigten. Er hat ihn eingewickelt, in den Dodge versteckt und gebracht und hat ihn dann, ist mit ihm vorerst in der Gegend herumgefahren, hat ihn dann in seinem Wohnhaus in Obertrum in die Tiefgarage abgestellt, hat dann immer wieder Kontakt mit dem Zweitbeschuldigten aufgenommen. Der hat ihn aufgefordert, er solle jetzt die Leiche verstecken. Das hat dann einige Zeit gedauert. Der Erstbeschuldigte fand kein Versteck. Er fuhr dann mit dem Dodge und der Leiche des Herrn Krenn zum Anwesen des Zweitbeschuldigten. Dort wurde Herr Krenn wieder in dem Dodge in einer Garage vorerst abgestellt, weil man immer noch nach einem Platz gesucht hat, wo man die Leiche verstecken könnte. Zwischenzeitig haben der Erst- und der Zweitbeschuldigte das Haus des Herrn Krenn aufgesucht, dort auch Wertgegenstände mitgenommen. Gleichsam hat auch die Drittbeschuldigte aus dem Haus etwas mitgenommen. Und letztendlich wurde dann von dem Erst- und Zweitbeschuldigten beschlossen, die Leiche des Herrn Krenn im Anwesen in diesem Schweinestall des Zweitbeschuldigten zu verkaufen.